ist Verpflichtung, bleibt Verpflichtung. Europa ist unsere Zukunft. Wir brauchen ein geeintes Europa. Nur in Europa kann das, was wir als Wertegemeinschaft Europas oder besser gesagt der westlichen Welt bezeichnen, für unsere Kinder und Enkel erhalten bleiben. Dieses Gemälde, das hier entstehen soll, kann, denke ich, Gefühle wecken für Europa. Und das ist faszinierend. Vision Europa Jetzt hat das Ziel, die Vision Europa sichtbar zu machen. Die Vision Europa erlebbar zu machen und sie in den Herzen aller Europäer nachhaltig zu verankern. Ich habe mir die Kulturen der Länder angeguckt. Ich habe mir tatsächlich 51 Länder vorgenommen und geguckt, was haben die für Visionen, und diese Visionen zusammengetragen. Und siehe da, es gibt eine unglaubliche Schnittmenge. Eine große Vision für ganz Europa, die ist natürlich groß und stark. Und deshalb muss natürlich auch der Rahmen, also das Bild an sich, groß sein, monumental. Und wir haben verschiedene Sachen auch ausgemessen und sind dann auf ein praktikables Maß von 10 Meter Breite und 4 Meter Höhe gekommen. Also schon so Häusergröße. Das Ziel daran ist eine Botschaft, dass eine Reihe kann nichts bewirken, man kann zwar mal einen Strich ziehen, aber es müssen viele mithelfen, dass Europa wächst, auch zusammenwächst und nach vorne hin sich entwickelt. Es ist das Bild von vielen, vielen Europäern, alle, die mitgemacht haben, die irgendwie vorher zwischendrin bei der Erstehung mit daran beteiligt waren. Große Vorhaben brauchen eine Vision, eine Vorstellungskraft, eine Imagination, dass man schon heute da ist, obwohl die Straße noch nicht gebaut ist. Ich glaube, dass jeder Mensch sehr reich ist. Also ich bin jetzt einer der vielen Menschen stellvertretend für den inneren Reichtum der Menschen, der nach außen kommen soll. Und so wie vielleicht Atlantis ja mal entdeckt wird, wiederentdeckt wird und nach diesem Reichtum nach wie vor besucht wird, so ist es auch meine Arbeit. Meine Arbeit als Künstlerin, verborgene Schätze, Schätze in den Menschen, natürlich in mir selber auch das, was mich bewegt, nach außen zu tragen.